Hallo meine Lieben, willkommen zurück zu einem neuen Video und heute gibt es mal wieder seit langem ein Face of the Day Schminkvideo der anderen Art. Ich habe es jetzt mal versucht anders zu machen. Ich weiß, in diesem Format bin ich nicht ganz so gut, mir macht es aber trotzdem Spaß, deswegen möchte ich ab und an auch mal sowas mit einbauen. Und es sind auch kurze Reviews zu den einzelnen Produkten. Vielleicht ist es auch ganz interessant, das mal in Action zu sehen. Manchmal kippe ich aus dem Bild raus. Ja, ich habe es, wie gesagt, noch nicht so ganz raus, wie ich das machen soll. Ich wollte euch das jetzt trotzdem mal zeigen. Und ich sag, glaube ich, bei jedem Mal, ich mache es öfters. Ich probiere mich öfters dran aus und mache es dann wieder nicht, weil es nie so richtig klappt. Und ich mir immer denke, reg mich jetzt voll auf. Aber ich habe mein Bestes getan. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie euch diese Sache gefällt, also wie ich es jetzt gemacht habe. Und wir legen mal los mit der Acronauti CC Cream. Die hatte ich ja in der Vegan Box Beauty drin. Schweineteuer, 40 Euro. Das ist so ein typisches Naturkosmetikprodukt. Ich habe das schon von verschiedenen Leuten gehört, dass diese Naturkosmetik, wie sagt man, Foundations oder CC Creams, die machen so diese Würstchen auf dem Gesicht, wenn man zu viel drauf macht. Man muss ein bisschen geduldig sein, also nicht gleich so richtig viel drauf machen und geduldig die Sache einreiben. Was mir wunderbar gefällt ist, da setzt sich nichts ab. Absolut gar nichts. Was mir nicht so gut gefällt, die Creme soll sich anscheinend anpassen an die Haut, was sie am Anfang nicht so wirklich tut. Ich habe mich jetzt schon langsam dran gewöhnt. Sie ist ein Ticken zu warm am Anfang und komischerweise oxidiert die Geschichte dann so hin, dass das vom Hauptton dann auf einmal passt. Ich habe den Concealer von P2 verwendet. P2 werde ich mir ja nicht mehr kaufen. Ich weiß, da eigentlich nur ein Ersatzprodukt. Das ist dieser Natural Concealer von Essence, den ich dann verwenden werde. Da habe ich jetzt einen leer gemacht. Ich mochte den Concealer eigentlich immer ziemlich gerne, aber durch das, dass ich P2 hat aufkaufen lassen, das Unternehmen, wo sie sich aufkaufen haben lassen, verkauft hat auch in China. Und somit ist die Marke für mich halt dann auch uninteressant geworden. Die Zeit hat gezeigt, dass auch Unternehmen wieder zurückkommen. Ich glaube, das war Logona oder so. Und ich wünsche mir das fast schon so ein bisschen bei P2, das als falsche Entscheidung abzuhaken sozusagen. Und dass sie halt wirklich sich von dem Unternehmen eventuell wieder trennen. Aber sieht nicht so aus. P2 wird also von mir nicht mehr gekauft und ich möchte dieses Produkt eigentlich anhand dessen auch nicht empfehlen wollen. Danach habe ich aufgetragen, einen Puder, um die ganze Sache zu setzen, und da verwende ich im Moment, also den will ich ja leer kriegen, das war so ein Aqua Face Powder von Rival de Loop, der hat so Feuchtigkeit ins Gesicht gezaubert, das hat er aber ziemlich schnell nicht mehr gemacht. Der ist fast leer. Also ich bin ganz stolz drauf, dass der fast leer ist. Und verwende ich, wie gesagt, nur, dass der leer wird. Ich finde den Puder an sich ja auch nicht gut, aber man muss über den Puder nicht wirklich viel sagen, weil es gibt ihn nicht mehr zu kaufen. Dann habe ich verwendet von Altera. Der ist echt nicht schlecht, der Bronzer, obwohl er so hell ist. Ist das so ein bisschen so, wie als, hätte dich die Sonne etwas geküsst, ja? Also, ich finde den richtig gut. Ich hätte es nicht gedacht. Am Anfang habe ich den angeguckt und habe mir gedacht, bisschen zu warm, bisschen zu hell. Aber jetzt habe ich ihn echt schon einige Male verwendet und ich finde ihn gut. Er ist eigentlich auch schon fast ein Favorit von mir im Moment. Dann habe ich für den Innenwinkel, das sage ich ja auch immer, brauche ich einen Corrector. Und ich muss, wenn ich die ganzen Sachen hier aufgebraucht habe, die ich eigentlich noch habe, in Orange, muss ich mir, glaube ich, so einen Lippenstift oder sowas kaufen.
weil ich recht blau in den Innenwinkeln bin. Das habe ich euch auch abgefilmt, dass man das mal so ein bisschen sieht und was für einen Effekt das hat. Die Erase Paste ist orange. Das ist das Gute an ihr. Deswegen habe ich die auch immer wahnsinnig gern für den Innenwinkel verwendet. Und das ist dann wie, als hätte ich einen klareren Blick auf einmal. Also das ist total interessant. Und Nachkaufen, nein. Wie gesagt, da würde ich, glaube ich, eher auf einen orangenen Lippenstift zurückgreifen oder irgendwie mal gucken. Kennt ihr vielleicht einen Corrector, der tierversuchsfrei und vegan ist? Dann habe ich verwendet mit einem Feenpinsel. Ich bin nicht so richtig auf die Pinsel eingegangen. Feenpinsel sind das hier. Mit denen kann man auch sich das Gesicht sauber machen und man sieht meinen Klo eigentlich heute ganz gut. Ich schimmere ganz schön. Und das ist das, was Jamina immer so richtig toll findet. Ich finde es jetzt gerade auch richtig super. Das ist ein Highlighter von Rival de Loup Young. Den gibt es auch nicht mehr. Das ist nichts aus dem Standardsortiment. Das war was, was ich geschenkt bekommen habe. War, glaube ich, eine LE. Ich glaube, dieses Ding werde ich nie aufbrauchen. Naja, aber ich mag den wirklich gerne. Ich habe den in letzter Zeit echt oft verwendet. Gerade immer mit dem Feenpinsel. Eyeshadow Base ist bei mir auch so. Da brauche ich wahrscheinlich auch eure Hilfe. Also, ich verwende immer noch die Rival de Loup Young Eyeshadow Base. Würde da eventuell auch wieder zurückgreifen. Aber die ist nicht vegan. Ja, aber ich brauche eine Eyeshadow Base. Bei mir hat es sich nicht getan, ein bisschen Concealer aufs Auge zu packen. Das rutscht mir so ein Schwo. Ja, also ich habe richtig fettige Augenlider und auch tief liegende Augen, dass das halt dann schon sehr schnell, wie sagt man, sich absetzt. Und da ist die eigentlich immer recht gut gewesen. Also ich bin es mir am Überlegen. Also im Moment habe ich ja noch und da muss ich mir jetzt noch nicht sofort Gedanken drüber machen, aber irgendwann wird die auch leer sein, ja? Auf dem Auge trage ich heute einmal diesen Farbton von Alverde. Das war das Schokolade-Quarz. Das gibt's noch, das sieht aber jetzt ein bisschen anders aus und ich weiß nicht, ob die Farben die gleiche Qualität haben. Das kann ich nicht sagen. Der ist nicht schlecht. Den habe ich jetzt auf dem ganzen Augenlid aufgetragen. Im Innenwinkel trage ich übrigens auch den Highlighter. Den habe ich nicht nur als Glow hier drauf, den habe ich auch so, um so das Auge größer wirken zu lassen, auch im Innenwinkel. Und dann habe ich halt außen so ein V gezeichnet. Ich glaube, das sieht man recht gut, aber den Rest sieht man nicht gut. Da bin ich, glaube ich, ziemlich oft aus dem Bild gekippt. Der Farbton ist nicht schlecht, ist von P2, aber ihr wisst ja, ich werde P2 nicht mehr nachkaufen. Heute habe ich verwendet als Eyeliner, und zwar den Lavera Eyeliner. Was ich an dem aber nicht mag, ist dieser Abstreifer. Der ist viel zu straff und man muss sich jedes Mal ziehen und das Ding spritzt auch noch, ja. Und das sage ich immer so ein bisschen Sinn und Zweck verfehlt. Das ist der beste, den ich als Eyeliner habe im Moment, aber ich mag ihn trotzdem nicht zu 100%. Kann ihn aber trotzdem weiterempfehlen, weil er ein sehr gutes Ergebnis auf dem Auge zeichnet. Und da habe ich euch nicht so wirklich dabei gehabt. Das hat nicht so gut funktioniert. Da muss ich mir beim nächsten Mal was einfallen lassen. Auf der Wasserlinie trage ich einen Kajal. Ich glaube, den gibt es auch nicht im Standardsortiment. Müsst ihr mal gucken. Alverde hat jetzt eh wieder neue Sachen rausgebracht. Und zwar diese rosige Rosenholz. Was ist das für ein Farbton? Naja, diesen Farbton trage ich auf der Wasserlinie. Hält allerdings nicht so unheimlich gut, muss ich sagen. Dann trage ich diese Mascara. Die ist ähnlich wie die Isle of Extreme, bloß dass halt das Bürstchen nicht so heftig ist. Es gibt sie leider nicht mehr. Ich hasse das. Ich hasse das so sehr. Hasst ihr das auch, wenn sie einfach eure Produkte, die ihr echt gerne mögt, das ins Sortiment nehmen? Das ist halt das Ding an Drogerie. Man kann sich einfach nicht drauf verlassen. Irgendwann mal sind die Produkte weg und oh, ich finde es echt, ich finde es ganz katastrophal.
Ja, und das trage ich heute im Gesicht. Auf den Lippen trage ich meistens nichts, weil ich den Fokus da gar nicht hinsetzen möchte. Meine Lippen eh viel zu schmal sind und ich mich mit Lippenstift einfach nicht wohlfühle. Aber das ist mir heute schon sehr gut gelungen. Das gefällt mir schon unheimlich gut. Also, meine Lieben, schreibt mir mal unten in die Kommentare, wie euch das jetzt so gefallen hat, wie ich das jetzt gemacht habe. Natürlich muss ich mich verbessern in der Hinsicht. Das weiß ich selber. Ja, also wenn ich da euch in Form von einem Face-Off Today auch so kleine Reviews gebe, ist es ja nicht schlecht. Aber ich muss mich da auch so ein bisschen verbessern, weil ich ja hin und wieder einfach auch mal aus dem Bild gekippt bin. Aber jetzt melde ich mich mal ab. Gebt mir einen Daumen nach oben für mein Video, falls es euch gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos und ich verlinke euch nochmals zwei Videos. Keine Ahnung, welche Videos das sein werden. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao!